Grüß Gott, liebe Kinder, liebe Jugendliche, liebe Erwachsene. Wieder einmal sind wir hier in der St. Corona-Kirche in Unterzahnham. Diesmal aber nicht wie beim letzten Mal innen drin, sondern draußen. Wir haben, um es deutlich zu machen, Laternen hier im Gelände aufgestellt. Sie sind an Steinen angebracht, wo ursprünglich früher die Friedhofsmauer verlief. Wir wollen auf diesem Friedhof heute, an diesem 14. Mai, dem Gedenktag der heiligen Corona, ein Totengedenken halten. Viele unserer Verstorbenen in den letzten Wochen konnten nur in einer kleinen Form beerdigt werden. Die großen Gottesdienste waren und sind nicht möglich. Deswegen haben wir uns gedacht, wir feiern hier einen Gedenkgottesdienst für alle unsere Verstorbenen der letzten Wochen, aber auch für die Verstorbenen, an die wir sonst in einem Jahresgedächtnis oder Ähnlichem heute und in diesen Tagen gedacht hätten. Herr Jesus Christus, du enttäuscht keinen, der seine Hoffnung auf dich setzt. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Du bist unser Begleiter auf allen Wegen unseres Lebens. Christus, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Lass uns sehen, was wirklich wichtig ist in unserem Leben. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Allmächtiger Gott, wenn du bei uns bist, dann können wir leben. Und weil unsere Verstorbenen bei dir sind, dürfen wir auch hoffen. So nimm all unsere Last von uns. Amen. Amen. Wir wollen gemeinsam das Lied aus dem Gotteslob Nummer 505 singen. Wir sind nur Gast auf Erden. Wir sind nur Gast auf Erden und wandern ohne Ruhe mit mancherlei Beschwerden der ewigen Heimat zu. Die Wege sind verlassen und oft sind wir allein in diesen grauen Gassen. Will niemand bei uns sein. Nur einer gibt Geleite, das ist der Herr Christ. Er wandert treu zur Seite, wenn alles uns vergisst. Gar manche Wege führen aus dieser Welt hinaus, dass wir nicht verlieren den Weg zum Vaterhaus. Und sind wir einmal müde, dann stell ein Licht uns aus, o Gott, in deiner Güte. Da finden wir nach Haus. Allmächtiger und ewiger Gott, du bist unsere Zuflucht in jeder Gefahr. An dich wenden wir uns in unserem Schmerz und bitten dich voll Vertrauen. Hab Erbarmen mit unserer Not. Gewähre unserem Verstorbenen die ewige Ruhe. Tröste die trauernden Angehörigen, heile die Kranken, schenke den Sterbenden den Frieden, dem Pflegenden Stärke, den Verantwortungsträgern Weisheit und ermutige alle, sich einander in Liebe zuzuwenden, damit wir gemeinsam dir die Ehre erweisen. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Erlöser, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Das Rätsel des Leidens. Unsere Welt ist voller Leiden. Mancher gelingt es, dem Leiden irgendeinen Sinn abzugewinnen. Es führt zu persönlicher Reifung, es lehrt Verständnis für andere, denen es ähnlicher geht. Man wird stärker und so weiter. Aber glauben wir das auch, wenn es uns persönlich betrifft? Oft erscheint Leiden doch absolut sinnlos. Wie soll man das bejahen? Leiden ist das, was eigentlich nicht sein sollte. Es ist doch das Nein zum Leben. Ich will nicht leiden. Diese bittere Realität des Leidens wirft die schärfsten Fragen auf. Fragen gerade auch an unseren Glauben. Wie passt das zusammen? Gottes Allmacht und Güte und das Leid der Welt? Ein abgrundtiefes Rätsel. Für viele liegt hier der Fels des Atheismus, jenes Problem, das Menschen an der Religion verzweifeln und zweifeln lässt. Warum schweigt Gott? Warum lässt er das alles zu? Schon gar nicht will ich akzeptieren, dass Leiden Wille Gottes sei, dass Gott selber Leiden schickt und verlangt, dass ich dazu Ja sage, mich in seinen Willen ergebe. Hiob sagt, nehmen wir das Gute an von Gott, sollen wir dann nicht auch das Böse annehmen? Dagegen regt sich Auflehnung in mir. Auflehnung gegen einen Gott, der Menschen leiden lässt und dabei schweigt? Nein, das passt wirklich nicht zusammen. Gottes Liebe und das Leiden der Menschen. Man darf aber wohl auch sagen, auch für Gott selber hat es nicht zusammengepasst. Gerade deshalb ist er ja auf die andere Seite hinübergetreten, auf unsere Seite, auf die Seite der leidenden Menschen. Gott selbst leidet mit uns. Das ist das Geheimnis des Kreuzes. Im gekreuzigten und verlassenen Jesus leidet Gott mit uns. Er nimmt teil an unserem Leid, am Leid der ganzen Welt. Meist machen wir uns ein falsches Bild. Wir stellen uns vor, Gott erhaben im Himmel, thronend, und lenkt das Schicksal von dort aus. Auch Leiden schickt er, selbst aber bleibt er unbeteiligt. Wir meinen, Gott steht auf der anderen Seite, uns gegenüber, während wir mit unserem Leiden alleingelassen sind. Seit Jesu Tod am Kreuz ist diese Vorstellung komplett falsch. Gott bleibt nicht unbeteiligt. Er steht auf derselben Seite wie wir. Er steht bei uns, die wir das Leiden der Erde tragen müssen. Nie ist er uns näher als gerade dann, wenn uns Leid trifft. Das Leid der Welt wischt er nicht mit seiner Allmacht einfach beiseite, sondern er beschreitet einen viel schwierigeren Weg, der ihn, Gott, sehr viel mehr kostet. Er nimmt am Leid der Welt teil, um es gleichsam von innen her zu verwandeln. Nur deshalb kann Jesus sagen, nimm dein Kreuz und folge mir nach. Das bedeutet dann, ich stehe ganz bei dir, in Licht und Dunkel, im Leben und Tod. Darum stehe auch du ganz zu mir, in Glück und in Leid. Nicht zum Leiden sage ich dann ja, sondern zu Jesus. Er ist es, der mir im Leiden begegnet. Ich muss mich weder einem blinden Schicksal noch einem tyrannischen Gott unterwerfen. Vielmehr begegne ich hier dem Gott, der mir zum Bruder, zur Schwester, zum Leidgenossen wird. Hier liegt der Zugang zum tiefsten Geheimnis unseres Glaubens. Gott offenbart sich nicht weit weg in Macht und Herrlichkeit,
sondern ganz nah im Kreuz. Menschen haben erfahren, dass er ihnen tatsächlich in den dunkelsten Stunden des Lebens nahe war und so den Schmerz verwandelt hat. Sie können das nur bezeugen. Viel zu erklären oder gar zu verstehen gibt es da nicht mehr. Die Antwort, die unser Glaube auf das Rätsel des Leidens gibt, ist keine Antwort der Vernunft, keine rationale Erklärung, sondern eine Antwort des Lebens, der Tat. Sie löst nicht alle Fragen, aber man kann mit ihr leben und schließlich auch sterben. In der Bibel hören wir im Buch Hiob, wie er mit seiner ganz persönlichen Situation umgegangen ist. Der Mensch vom Weib geboren, knapp an Tagen, unruhvoll. Er geht wie die Blume auf und welkt, flieht wie ein Schatten und bleibt nicht bestehen. Doch über ihm hältst du dein Auge offen. Wenn seine Tage fest bestimmt sind und die Zahl seiner Monde bei dir, wenn du gesetzt hast seine Grenzen, sodass er sie nicht überschreitet, dann schau weg von ihm. Lass ab, dass er seines Tags sich freue wie ein Tagelöhner. Denn für den Baum besteht noch Hoffnung. Ist er gefällt, so treibt er wieder. Sein Sprössling bleibt nicht aus. Wenn in der Erde seine Wurzel altert und sein Stumpf im Boden stirbt. Vom Dunst des Wassers sprost er wieder und wie ein Setzling treibt er Zweige. Doch stirbt ein Mann, so bleibt er kraftlos. Verscheidet ein Mensch, wo ist er dann? Die Wasser schwinden aus dem Meer, der Strom vertrocknet und versiegt. So legt der Mensch sich hin, steht nie mehr auf. Die Himmel werden vergehen, ehe er erwacht, ehe er aus seinem Schlaf geweckt wird. Dass du mich in der Unterwelt verstecktest, mich bergen wolltest, bis dein Zorn sich wendet, eine Frist mir setztest und dann an mich dächtest. Wenn einer stirbt, lebt er dann wieder auf? Alle Tage meines Dienstes harrte ich, bis einer käme, um mich abzulösen. Du riefest und ich gäbe dir Antwort. Du sehntest dich nach deiner Hände Werk. Dann würdest du meine Schritte zählen. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Liebe Kinder, ihr habt sicherlich in euren Schulbüchern schon einige Male verschiedene Darstellungen gesehen, wie Tod dargestellt wird. Vielleicht mit Hilfe von Kreuzen, mit Gräbern, mit Friedhöfen. Und liebe Jugendliche, ich denke auch ihr kennt ähnliche Bilder aus Jugendzeitschriften, wenn irgendein berühmter Star gestorben ist. Liebe Erwachsene, ich habe es mir einmal in Südtirol bei einer meiner Reisen angeschaut, das Lebensrad in der Kirche von Werdings. Ein interessantes Bild, das ein Dorfmaler 1735 auf die Wand der dortigen Friedhofskapelle gemalt hat. Nicht unbedingt eine künstlerische Meisterleistung, aber doch auf seine Art irgendwie originell und aus der Zeit heraus ein Versuch, sich mit Tod auseinanderzusetzen. Und wenn man so vor diesem Bild steht, dann fordert es einen unmittelbar heraus, darüber nachzudenken. Denn auf einem großen Rad sind im Uhrzeigersinn die verschiedenen Lebensalter dargestellt. Ganz unten links begonnen mit dem Säugling, der in Windeln gewickelt daliegt. Dann über
Kindheit und Jugend und oben in der Mitte des Lebensrades der Mensch in seinen besten Jahren, aufrecht stehend in seiner vollen Kraft, bevor sich dann das Lebensrad mit den Jahrzehnten immer mehr wieder nach unten neigt und die Menschen darauf mehr und mehr vom Alter gekrümmt, mit zunehmender Mühe sich auf diesem Rad halten können, bis der Mensch dann schließlich ganz unten rechts vom Lebensrad herunterfällt, direkt hinein in den schon bereit stehenden Sarg. Der Tod ist wie so oft dargestellt als Knochenmann. Er ist es, der mit einer großen Kurbel dieses Lebensrad dreht. Und mit jeder Umdrehung fallen auf der einen Seite im Tod Menschen hinunter. Und gleichzeitig wird auf der anderen Seite des Rades ständig neugeborenes Leben hervorgebracht. Unaufhörlich dreht sich dieses Rad des Lebens, ein ewiger Kreislauf. Eigentlich eine beeindruckende Darstellung. Und wenn man so vor diesem Fresko steht, dann sucht man unwillkürlich das eigene Lebensalter auf diesem Rad. Wo ist mein Platz? Wie weit ist es bei mir schon? Wie lange werde ich mich noch auf diesem Lebensrad halten können? Wie viele Jahre oder Jahrzehnte werden mir noch bleiben? Für einige Menschen aus unseren Gemeinden in den Dekanaten Mühldorf und Waldkreiburg, aber auch darüber hinaus in der ganzen Welt, war dieser Zeitpunkt, das Lebensrad zu verlassen, in den vergangenen Wochen. Aufgrund der Corona-Krise und ihrer Folgen konnten wir sie nur in recht kleinem Rahmen beerdigen. Für alle unsere Verstorbenen der letzten Wochen wollen wir also heute einmal ganz besonders diesen Gottesdienst hier in St. Corona feiern und an diese Verstorbenen denken. Den untersten Teil des Rades, jenes Segment also vor der Geburt bzw. nach dem Tod, das hat der Maler nicht ausgeführt. Es verschwindet in der Dunkelheit des Bodens. Die zentralen Fragen unseres Lebens, woher kommen wir, wohin gehen wir, sie liegen also im Dunkeln. Verscheidet ein Mensch, wo ist er dann? Wenn einer stirbt, lebt er dann wieder auf? So fragt Hiob. Und das Fresko in Werdings lässt auch die Antwort offen. Aber als Christin, als Christ, kann ich von meinem Glauben her mehr sagen. Wir kommen schließlich nicht aus dem dunklen Nichts, einem blinden Geschick, sondern aus Gottes Schöpferhand empfangen wir unser Leben. Und wenn man uns am Ende unseres irdischen Lebens ins Grab legt, dann fallen wir auch nicht ins dunkle, leere Nichts, sondern wir kehren zurück in Gottes Schoß. Also nur irdisch gesehen fallen wir im Tod herunter vom Rad des Lebens. Gläubig betrachtet ist unser Tod aber Durchgang zu neuem, zu ewigem Leben. Wer mit Gott verbunden lebt, den führt das Rad des Lebens durch das Dunkel des Todes hindurch. Wir haben es erst am Beispiel Jesu vor wenigen Wochen gefeiert. Und auf der anderen Seite steigt er wie neugeboren empor zum ewigen Leben bei Gott. Unser irdischer Todestag ist also zugleich unser Geburtstag für den Himmel. Das ist es, was wir für unsere lieben Verstorbenen erhoffen dürfen. Wir schauen nun
auf ein Bild, ein anderes Bild der heiligen Corona, als wir es kennen. Und dazu hören wir eine passende Musik. Dabei wollen wir ganz persönlich an unsere Verstorbenen der letzten Wochen, aber auch an die Gedenktage denken. Wir wollen nun noch unserer Verstorbenen gedenken, in der wir jetzt die Totenglocke läuten. Thank you.
O Herr, gib unseren Verstorbenen die ewige Ruhe. Und das ewige Licht leuchte ihnen. Herr, lass sie ruhen in deinem Frieden. Amen. Wir haben hier vorne Kerzen aufgestellt. Auf ihnen ist die heilige Corona abgebildet. Wir wollen diese Kerzen nun segnen. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, du bist das Licht der Welt, das Licht für alle Menschen. Und du hast uns verheißen, dass du uns einst alle zum himmlischen Licht in deiner Vollendung führen willst. Wir bitten dich, segne diese Kerzen, die wir zu deinem Lobpreis entzünden und die uns an unsere Verstorbene erinnern sollen. Wie das Licht der Kerzen das Dunkle erhellt, so mache auch unser Leben hell mit deiner Wahrheit. Lass unsere Verstorbenen in dein himmlisches Licht gelangen. Schenke uns in den Bedrängnissen unseres Lebens Zuversicht und Freude und hilf uns, mit deinem Licht auch das Leben anderer Menschen hell zu machen, damit das Dunkel dieser Zeit mit deiner Hilfe und mit unserem Zutun vertrieben wird. Schenke unseren Verstorbenen das ewige Licht und die Erfüllung in deinem Reich, der du lebst und herrschst in alle Ewigkeit. Amen. Amen. Wir haben viele solcher Kerzen nun gesegnet. Und wir wollen in jede unserer Kirchen, den beiden Dekanaten Mühldorf und Waldkraiburg, eine solche Kerze schicken. Sie soll dort eine Art Ehrenplatz haben, sodass alle unsere Verstorbenen in unserem Bewusstsein gegenwärtig sind. Es wird verschiedene Formen geben, wie man in den einzelnen Kirchen sie darstellt. Bei uns im Pfarrverband haben wir uns vorgenommen, sie auf einen entsprechenden Leuchter zu stellen, vielleicht mit einem schwarzen Trauerflor umwunden. Und daneben schreiben wir auf einen Namen mit den Kärtchen die Namen derer, die in dieser Pfarrei in den letzten Wochen verstorben sind, sodass wir eine Möglichkeit haben, sich unserer verschiedenen Verstorbenen zu erinnern. In den nun folgenden Fürbitten denken wir an uns und unsere Verstorbenen. Guter Gott, mit unserem Hunger nach einem sinnerfüllten und ewigen Leben kommen wir zu dir und bitten dich. Für unsere Verstorbenen, die uns heute in diesem Gottesdienst wieder besonders nahe sind. Lass sie bei dir geborgen sein. Wir bitten dich, erhöre uns. Für alle, die einen geliebten Menschen verloren haben und sich nicht in angemessener Weise verabschieden konnten. Gib, dass sie nicht verzweifeln in ihrer Trauer, sondern Trost finden bei dir. Wir bitten dich, erhöre uns. Für alle, die in ihrer Trauer mit ihrem Schicksal hadern, lass sie Menschen finden, an die sie sich anlehnen können, bis die eigene Kraft wieder reicht. Wir bitten dich, erhöre uns. Für alle, die an Corona erkrankt sind und auch für ihre Angehörigen, lass sie Heilung und Kraft erfahren. Wir bitten dich, erhöre uns.
für alle, die im Sterben liegen, die eine schwere Diagnose erhalten haben oder die vom Tod unmittelbar bedroht sind, dass sie gut auf die andere Seite des Lebens gelangen. Wir bitten dich, erhöre uns. Für alle unsere Verstorbenen, besonders auch für die, die in den vergangenen Wochen ihr Sterbegedächtnis hatten, das nicht begangen werden konnte. Wir wollen in einer kurzen Stille an all die denken, die uns am Herzen liegen. Und wir wollen auch an die denken, die vergessen wurden, aber ebenso in Gottes Hand ruhen. Wir bitten dich, erhöre uns. Denn du, Gott, bist ein Gott der Lebenden. Du lässt uns nicht im Tod, sondern schenkst uns Zukunft bei dir und in dir. Dafür danken wir durch Christus, unseren auferstandenen Bruder und Herrn. Amen. Wir wollen unsere Fürbitten zusammenfassen in dem Gebet, das Jesus uns selbst gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So wollen wir nun zusammen aus dem Gotteslob die Nummer 424 singen. Wer nur den lieben Gott lässt walten, die erste, zweite und fünfte Strophe. Wer nur den lieben Gott lässt walten und hofft auf ihn alle Zeit, den wird er wunderbar erhalten in aller Not und Traurigkeit. Wer Gott dem Allerhöchsten traut, der hat auf keinen Sand gebaut. Was helfen uns die schweren Sorgen? Was hilft uns unser Weh und Ach? Was hilft es, dass wir alle Morgen beseufzen unser Ungemach? Wir machen unser Kreuz und Leid nur größer durch die Traurigkeit. Sing, bet und geh auf Gottes Wegen, verricht das Deine nur getreu, und trau des Himmels reichem Segen, so wird er bei dir werden neu. Denn welche seine Zuversicht auf Gott setzt, den verlässt er nicht. Wir schauen uns nun noch ein Bild an, das von Walter Habdank gestaltet wurde. Und dazu hören wir einen Text. In Gottes Hand. Gott, ich suche eine Hand, die mich hält und ermutigt,
die mich beruhigt und beschützt. Ich taste nach einer Hand, die mich begleitet und führt, die mich heilt und mich rettet. Ich brauche eine Hand, die stark ist und mich trägt, die mich ergreift, nicht mehr loslässt. Ich möchte eine Hand, die es gut mit mir meint, die sich zärtlich um mich legt. Ich sehne mich nach einer Hand, der ich mich restlos anvertrauen kann, die treu ist, die mich liebt. Ich suche eine große Hand, in die ich meine kleinen Hände und auch mein Herz hineinlegen kann. Eine Hand, in der ich geborgen bin, ganz. Gott, deine Hand lädt mich ein. Komm. Deine Hand lässt mich spüren, fürchte dich nicht. Deine Hand schenkt die Gewissheit, ich liebe dich. In deiner Hand bin ich geborgen und aufgehoben für immer. Und wenn ich dennoch in einen Abgrund stürze, ich weiß, im Grunde dieses Abgrunds wartet auf mich deine Hand, deine gütige, alles bergende Hand und deine liebende Hand kann mich niemand entreißen. Gott, in deine Hand lege ich alles. Deine Hand lässt mich nicht mehr los. Danke, du gute, zärtliche Hand, danke. Jesus, kranke Menschen erfasst du mit deiner Hand und richtest sie auf. Nach dem sinkenden Petrus strecktest du deine Hand aus und rettest ihn. Den Kindern legst du zärtlich die Hand auf und segnest sie. Den traurigen Jüngern zeigst du deine wunden Hände und sagst: Seht und begreift. Jesus, ergreife auch mich mit deiner Hand, denn in deiner Hand ist alles gut. Fast am Ende unseres Totengedenkens angekommen, wollen wir uns noch einmal besinnen. Liebe Kinder, liebe Jugendliche, liebe Erwachsene, immer wieder trifft uns der Tod eines lieben Menschen, eines Vaters, einer Mutter, eines Opas, einer Oma, eines Kindes. Und immer sind wir hin und her gerissen. Von bösen Nachrichten überflutet und von Schreckensbildern überschwemmt, die Kehle zugeschnürt und das Herz beängst, voll Angst vor dem, was kommt und ohne zu wissen, was ich tun kann, rufe ich in diese Nacht hinein. Lass unsere Welt genesen in Liebe und Gerechtigkeit. Befrei mich zu einem gelösten und frohen Leben. Zeig mir, was ich tun soll, und erfüll mich mit Mut und Kraft. Lass die Nacht vorübergehen und den Tag aufstrahlen, der kein Ende nimmt. So segne uns Gott, der Vater, der unser Leiden kennt. Es segne uns Gott, der Sohn, der den Weg menschlichen Leidens gegangen ist. Es segne uns Gott, der Heilige Geist, der alle Menschen in Freude und Not begleitet. Und der Segen unseres dreifaltigen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, komme auf euch herab und bleibe bei euch alle Zeit.
Amen. In einem Liedtext heißt es: Wenn ich ganz unten bin und meine Seele so müde, wenn Sorgen kommen und mein Herz schwer ist, dann bin ich ganz ruhig und warte hier in der Stille, bis du kommst und eine Weile bei mir sitzt. Du hebst mich hoch, dass ich auf den Bergen stehen kann. Du hebst mich hoch, um auf stürmischen Meeren zu gehen. Ich bin stark, wenn ich auf deinen Schultern bin. Du baust mich auf zu mehr, als ich je sein kann. Es gibt kein Leben ohne Lebenshunger. Jedes rastlose Herz schlägt so unvollkommen. Aber wenn du kommst und ich ganz vom Wunder erfüllt bin, denke ich manchmal, einen Blick in die Ewigkeit getan zu haben. Du hebst mich hoch, dass ich auf den Bergen stehen kann. Du hebst mich hoch, um auf stürmischen Meeren zu gehen. Ich bin stark, wenn ich auf deinen Schultern bin. Du baust mich auf zu mehr, als ich je sein kann.